Die Eintagsfliege und die Schwalbe. O Natur, wo bist du? Was bist du? Wo finde ich dich? Nicht nur Natur als das Schöne, wie im Urlaub, sondern auch Natur mit dem Schrecken und Natur als Verwandlung. Selbst eine Eintagsfliege verkörpert Natur, wenn sie in der Sonne tanzt und uns ein Lichtstrahl reflektiert. Eine Schwalbe in ihrem Fluge kennt nicht den Schmerz des Verschlucktwerdens. Ob aber die Fliege den Schreck der Verwandlung im Schnabel der Schwalbe noch wahrnimmt? Gewiss bemerkt sie nicht als Fliegenmus im Nest der Schwalbenjungen das Jubeln der süßen, hungrigen Schnäbelchen. Aber unvollendet blieb das Leben unserer Eintagsfliege. Nur wenige Stunden fehlten ihr zum Reifen und Überleben. Die Schwalbe ist das einzigste Lebewesen, das nur mit einem großen Schnabel überleben kann. Oder? Juni 1974. Ulrich Hoeneß, designierter Superstar der Fußballweltmeisterschaft, fällt nach der Pleite von Hamburg 0:1 gegen DDR den beckenbauerschen Umkrempelungs- und Strafmaßnahmen zum Opfer. Das Spiel gegen Jugoslawien beginnt für ihn auf der Bank, was Hoeneß in Alarmstimmung versetzt. Schließlich hat er einen Vertrag für ein Buch in der Tasche. Der unartige Uli. Nach Hamburg war Helmut schön sauer und sprach darum zum Beckenbauer: Den Hoeneß werde ich mir kaufen, weiß alles besser, will nicht laufen. Ja, ja, sprach Franz, wird immer schlimmer, für den spielt's nächst Mal Hacki Wimmer. 70 Minuten auf der Bank, dann meldete sich Wimmer krank. Ein neuer Uli raste los, umspielt 5 Jugos ganz famos, bis in der Mitte er Müller fand. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Klassisches erstes Winzereintopf empfehlen. Und zwar ist das in einen Tontopf geschichtet, in Wein mariniertes Fleisch, verschiedenes Schwein, Kalbsfuß, Lamm und Rindfleisch, die vorher in Riesling eingelegt waren und mit diese Marinade wird in den Topf mit angegossen. Der Topf wird dann hermetisch zugemacht mit Brotteig und zieht über Nacht in den langsam auskühlenden Backofen gar. Dieses langsame Garen in dem hermetisch verschlossenen Tontopf entwickelt sämtliche Geschmacksstoffe von dem Gemüse, von den verschiedenen Fleischsorten, obwohl die alle zusammen mariniert waren, schmeckt das Rindfleisch nach Rind, das Schwein nach Schwein, das Lamm nach Lamm. Der Kalbsfuß gibt eine kräftige Bindung für die Soße, sodass wirklich über Nacht alles wunderbar fertig wird.